Servus Leute, willkommen zurück zu Amnesia, the Dark Descent. Im letzten Part haben wir ein Monster gehört und deswegen kann ich euch nicht sagen, wie lang oder kurz dieses Video werden wird. Aber um ehrlich zu sein, ist es mir egal, ob die Videos hier kurz werden, weil es ist Amnesia und ich bin ein extremer Horrorschisser. Ja. Verdammt. Ach so, verdammt, ich habe schon wieder die Fenstergröße vergessen. Ja, deswegen jetzt nämlich. Ich mach Sound, das ist mir egal. Und wenn das Video 2 Minuten geht, ist mir auch scheißegal. Wer mich jetzt als Weicher betitelt, ist mir Wumpe. Oder wenn das Video sogar noch kürzer gehen mag. Okay, jetzt nicht lang. Auch einen anderen Weg. Aber wie komme ich zurück? Ostflügel. Westhalle. Komm her, du Monster! Ich glaube, ich muss laut und beleidigend werden gegen das Monster. Da kriegt eine Schabe, ich geht. Komme ich denn zurück? Moment, hier durch die Tür, oder? Okay, hier habe ich ja mehr als genug Lampen angemacht. Hier ist ja hell genug. Oh. Verdammt! Es ist mir zu unsicher. Speicher. Ja, ich bin Schisser. Ist mir Latte. Ich habe eine Technik gegen die Monster. Oh, scheiße, ich fange an zu zittern. Nein, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Nicht so gut. Ich bin nervös. Nervös. Ich will nicht. Okay. Ich habe in mehreren Videos gesehen, dass hier gleich ein Monster kommen soll. Deswegen werde ich es so machen. Ich werde den Sound ausmachen, ich werde rausrennen, mich an die Wand stellen, Laterne an und warten, bis das Monster mich tötet. Ich werde weggucken, damit ich später auf der Aufnahme sehen kann, von wo ich getötet wurde. Und nachher, wenn ich wieder hingucke, bin ich hoffentlich tot und kann wieder hier anfangen. Und ich werde das immer so weitermachen, meine Strategie. Okay. Ah, rennen! Töte mich, scheiß Monster! Bin ich schon tot? Hallo, hier, Laterne. Warte, ich drehe mich. Bin ich tot? Ich lebe? Verdammt. Moment. Wie viel... Hoppla, wie viel Öl habe ich? Nicht so viel. Ich brauche das Öl jetzt für meine Strategie. Okay, an, rennen. Töte mich, Monster. Hallo. Bin ich jetzt tot? Moment. Kannst dahin rennen. So, Monster, bring mich um. Hallo? Okay, ich lebe anscheinend immer noch. Ja, ich höre was. Bring mich um. Habe ich es? Was zum Geier? Okay. Augen zu und durch! Egal was kommt, leck mich, Monster! Mistviech! Mistviech! Raus, 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 raus! Die Steinplatte schien undurchdringlich, als könnte sie nie wieder bewegt werden. What the fuck? Okay, weg hier. Raus hier. Fuck you. Au, au. Ah.
Alles gut, egal. Kopf dran, keine Zittern. Ja, fuck off. Das hat mich jetzt schon viel Überwindung gekostet. Okay, ich habe den Schlüssel zum Weinkeller, das weiß ich. Und der ist hier unten irgendwo. Ehrlich. Geht nicht. Ich muss speichern. Ich weiß, ich bin Schlappschand. Hallo, speichere. So, ich weiß, ich bin Schlappschwanz, Weichei und alles Mögliche. Aber ist mir egal, ich habe gerade Angst. Und es ist Amnesia, da ist es mir egal, was ich mache. So. So. Mach die Tür auf. Der Sand gab unter seinen schwachen Körper nach, als er vom Kamelrücken fiel. Er fühlte, wie der Wind sanft über sein Gesicht und seine trockenen Lippen blies. Was? Geistiger Zustand? Ja, danke. Zählen wir eine Dingens zum Anzünden? Ich hab Schiss. Und das zu Recht. Wo muss ich überhaupt hin? Den Ausschnitt habe ich bei Date nicht gesehen, leider. Bei Joe weiß ich ihn kaum noch. Kann nicht mehr. Bitte hilf mir irgendjemand. Bitte! Aha. Das habe ich bei dir gesehen. Gute Strategie, gute Strategie. Fuck you. Fuck you! Oh, verdammt! Viel zu kleine Lichtquelle. Ja, ich bin Speichersucht, die ist mir egal. Ich glaube, der ganze Part besteht nur aus Speichern. Alter Falter, bin ich ein Schisser. Das weiß ich zwar selber, aber. Monster! Komm, gib's mir, ich warte nur drauf. Rein da. Zu die Tür. Will ich nicht. Bin ich hier denn? Was zum Geier? Au. Irgendwas an. Nicht das da hinten, es ist zu weit weg. Das da. Schönes, nettes Licht, ne? Monster, verschwinde! Ich hab Waffen. Ich kann mich wehren. Eigentlich überhaupt nicht, aber egal. Monster! Am Her!
Weg da, Monster! Ich bin schwer bewaffnet. Mit Let's Plays. Was ist denn da? Was zum Schieben halt der R gedrückt, wenn du mit bewegst für einen heftigen Stoß in Richtung. Hä? LB. Was? Moment. Für einen heftigen Stoß in Blickrichtung drücke rechte Maustaste oder LB. Wie ist denn das gemeint? Ah! Ich weiß zwar, ich muss das nicht machen, aber ich habe es bei Dake gesehen. Moment, komm her. Ich baue mir hier jetzt einen Holzkäfig, dass mich nie mehr ein Monster stören kann. Wenn ich das nur irgendwie hinbekommen würde. Ich weiß, ich muss das nicht machen, aber ich mache gern Faxen. Vor allem in Horrorspielen. Warum steht der denn jetzt da? Wer da? Kann ich den nicht irgendwie umwerfen? Perfekt. Kann ich da irgendwie hoch? Verdammt. Ich brauche irgendeinen Stuhl oder so. Moment, die Kisten. Ah, die Kisten. Gute alte Kisten. Bauen wir jetzt schön was zusammen. So. Geht nicht. Ich fühle mich wohl bei der Kerze. Gute alte Kerze. Ich glaube, ich sollte jetzt doch hier raus. Oh Mann, wie sicher ich mich gerade fühle, weil ich hier eingesperrt bin. Ja. Ja. Was ist denn das für ein Schmaffu? Achso, eine Kiste steht im Weg. Weg da! Auch und die da auch. Ja. Felsen ist zu schwer. Wer latscht da ständig rum? Hör auf rumzurennen. Kannst du dich nicht mal an den PC verpissen und Let's Plays gucken. Aber nicht meine, sonst weißt du, was ich mache und dann weißt du auch, wo ich bin. Dann findest du mich und dann wartest du hier vor der Tür und dann erschreckst du mich volle Kanne. Darauf habe ich keinen Bock. Komm her, komm her. Kommst du her? Keine Ahnung, wie lange ich das Spiel überhaupt aushalte. Ganz im Ernst. Schieb den Felsen weg. Klopft wer? Komm nicht näher! Penner. Ich bin bewaffnet. Wie viel Lampenöl habe ich überhaupt noch? Ja, geht so. Der hört bestimmt, was ich hier drin mache. Okay, gut aufgefüllt.
Nochmal speichern, weil ich ein Schisser bin. Ja, es stört vielleicht einige, aber ich habe nochmal Schiss. Mein Gott. Was zum Geier? Komm nicht näher, Monster. Ich warne dich. Tür zu. Tür zu. Muss der Scheiß sein. Da rennt irgendeiner rum, das will mir nicht gefallen. Kann ich mal wegbleiben? Zieh raus, die letzte. Ich halt's nicht aus. Ich halt's absolut nicht aus, ganz im Ernst. Mach auf den Scheiß. Nimm den Scheiß. Warum bissaust du dich nicht einfach da? Prost, ich gebe einen aus. Oh, mein Lampenöl geht zur Neige. Verdammt. Ich will nicht die Lampe so lange halten, aber es geht nicht anders. Ich halte es nicht aus. Kann nichts aussehen. Boah. Wilhelms letzte Worte. Mein Name ist Wilhelm, Haus Gierig. Dies sind meine letzten Worte, mein Geständnis und mein Testament. Vor 2 Jahren wurde ich zum Schloss Brandenburg beordert. Wie die meisten Aristokraten war ich neugierig zu erfahren, was der Ritter des Ordens wohl von mir wollte und nahm die Einladung an. Der Baron war freundlich und machte mir einen Vorschlag. Es dämmerte mir, dass es sich um einen schmutzigen Vertrag handelt. Und dass die Wahl des Barons wegen meiner Dummheit und nicht wegen meines ehrenhaften Handels als Soldat in der Vergangenheit auf mich fiel. Ich sollte, wann immer es von mir befahl und ohne Fragen zu stellen, gesunde Menschen entführen. Im Gegenzug würde er ein sehr gutes Wort am Königshof für mich einlegen, was meine Position in der adligen Gesellschaft verbessern würde. An dieser Stelle möchte ich deutlich machen, dass mir die Entscheidung nicht leicht fiel, aber aber schließlich nahm ich das Angebot rückgratlos an. Von diesem Tag an brachte ich Männer, Frauen und Kinder auf Schloss Brandenburg. Ich kann mich nicht an die Zahlen erinnern, aber es waren viele, vielleicht sogar 100. Von ihnen wurde nie wieder etwas gesehen oder gehört. Heute Abend lud der Baron mich und meine Männer in den Weinkeller ein, um unsere Arbeit zu feiern. Ich war etwas misstrauisch, als wir die Treppen hinabstiegen, aber er bestand darauf und wir stießen in einen Trinkspruch auf uns an. Der Wein schmeckte gut und meine Männer tranken ohne Scheu. Und so beginnt die Strafe für unsere Sünden. Der Baron hat uns eingesperrt und ist nach oben gegangen. Ich bitte um Vergebung für das, was ich getan habe. Ich war schwach und verfiel seinen teuflischen Plänen. Meine Männer schreien, ihre Haut wurde von ihren eigenen gebrochenen Knochen durchbohrt. Ich fühle, wie sich mein Körper inneres gegen seine gottgegebene Tür auflehnt. Blut fließt aus meinen Augen und ich kann nicht länger. Ich kann auch nicht länger.
Fuck off. Serax, was hast du mir hiermit angetan? Ich bin bewaffnet, Serax. Ich habe Angst wegen meiner Lampe, ganz im Ernst, aber ich traue mich einfach nicht. Okay, ich habe wieder was erreicht. Wieder abspeichern. Immer und immer wieder. Ist mir egal, was die Leute von mir halten. Ich weiß, ich bin Schisser. Ich weiß, ich bin Arschloch, lame und alles Mögliche. Ist mir egal, es ist Amnesia. Okay, wie viel Lampenöl habe ich noch? Oh, nicht mehr so viel. Nicht mehr so viel. Aber eins dieser komischen Dinger da fehlt mir. Monster. Nicht rein. Was? Nein, ich kann nicht mehr. Ich halte es nicht mehr aus. Ist mir egal, 22 Minuten müsste reichen. Wenn ich jetzt noch ein Monster sehe, drehe ich durch. Da würde ich sagen, das war Amnesia. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Immerhin sind wir ein bisschen weitergekommen. Wir sehen uns das nächste Mal. Vielleicht irgendwann mal in Amnesia, wer weiß. Für dich.